Ich kann auch hier hingehen. Für 1 AP. Da kannst du uns mal angreifen. Komme ich jetzt da oben ran? Tue ich durchaus. Mache ich auch. Das ist das Sinnvollste gerade. Zack. Ach, da ist ja noch einer. Was soll er machen? Nearly no effect. Dankeschön. Er ist aber oft dran. Gefällt mir gar nicht sowas. Hast du jetzt Schaden genommen hier? Nee, kein Schaden. Kurios. Ach, hätte ich mal den Fane jetzt hier irgendwie mit irgendwas versehen. Wie viel baut das ein? Ja. Dann komm mal hierher. Habe ich eine voll gute Idee für dich. Oh, da scheint er tot. Edge. Kommt noch einer angelaufen, Mann. Wird ganz schön langsam. So. Du kannst da eh nichts machen, da wo du bist. Ich dir mal wenigstens irgendwie irgendwas. Warte kurz. Weiß kann. Geht aber Zeit auch, ne? Für 3 Runden, genau. Ist schon gut. So, da komme ich eh nicht ran. Das macht mein guter Typi da oben. Die sind alle da jetzt. Also muss ich mal da hinrasen. Warte. Ich habe ja umsonst Punkte. Die will ich auch ausnutzen. Und jetzt komme ich auch fast dahin. Wusch. Und dann mal nach oben. Dann stehe ich zumindest schon mal da. Ach! Er ist unten. Was zum Teufel? Da sollte er nicht langlaufen. Hier. Jetzt aber nochmal. Oh, wenig Schaden. Mehr gerechnet. Hm. Hier, mach ihn tot. So, der ist weg. Ah, ja, Schlachtruf. Regeneriert ein bisschen Rüstung, aber das brauche ich alles nicht so richtig. Komm ich da ran irgendwie? Nee. Tja. Also, lohnt sich alles nicht bei ihr. Beenden. Wie? Ah! Verdammt! Ah, das ist ein magischer Stein gewesen. Na toll. Hat sich gelohnt, sich aufzustellen für den Angriff hier. Und noch einer. Und komm, du auch noch, Biest. Jawohl. 3 Gelegenheitsangriffe und er ist quasi tot. Voll nett. Ach, ich hätte Heilung machen können auf den da oben. Mit ihr. Fällt mir gerade so ein. Mist. Nee, jetzt soll ich nicht mehr rankommen. Das mag ich nicht. Genau. Kommst du da ran? Nee. Oh, knappe Sache. Flupp. Nochmal. Und bist ranlaufen. So, mein Gutester. Das hier ist jetzt deine Aufgabe. Tot kriegen wir nicht mehr, aber nahezu. So, Brown. Dein Zug. Du darfst es finishen, das Ganze. Glückwunsch. Finishen, habe ich gesagt. Ist das Finishen? Dann mach ich es halt selber. Sorry, das. Wir fehlen jetzt noch. Ach, nur 8000 XP ist ja locker, locker gemacht. Gut. Der ist trotzdem tot da oben. Der war schon, als ich kam. Da kann ich nichts dafür. Hm. Ist ja merkwürdig, wie so ein Kampf jetzt ausgebrochen ist. Einfach so. Die sagen auch nichts dazu, wie es aussieht. Man, wo kamen die jetzt her? Wow! Krass. Und Level 15 sind die vor allem. Krass. Init ausweichen und Finesse, okay. Könnte was sein. Das ist Mist. Das gucken wir uns mal genauer an. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ohne Lebensabsaugen, aber meine Güte.
14% Crit-Chance dazu. Was zum Teufel? Das ist ja ultra mega mega. Mein Schaden steigt von... auf... Mit jedem zweiten Schuss kritte ich jetzt. Und das Schaden ist mal massiv nach oben gelogen. Ich halte es nicht aus. Das ist ja wahnsinnig gut. Hat sogar noch einen Sockel drin für noch mehr Schaden, wenn ich dann wollte. Wahnsinn. Hier. Auch perfekt. Auch alles, was ich jetzt habe, nur ein bisschen besser. Zack. Weg damit. Hier, kannst du vielleicht wieder verkaufen demnächst. Super. Das lohnt sich doch. Da freut man sich. Das ist halt ein Level 15er gewesen, ne? Schönes Ding. Mal schauen, was du Schönes hast. Ah, 12er bloß, das bringt natürlich dann nichts. Ach, voll gut. Achso, die kenne ich schon. Moment. Jetzt ist hier noch ein anderer Geist irgendwie irgendwo. Nee, keine Geister? Na gut. Dann waren es doch keine wichtigen Leute, die gestorben sind. Nehme ich, meine Güte. Bist du Händler? Ja. He looks up from his mat. I notice that I've yet to receive your war owl. Okay. Aha. Ach so, ich hab's sagen. Ach so, ach so. His jaw drops. Hui. Wie viel XP gab's gerade? Statt nicht da, Mist. The black ring. Ja. A purging device. Silent monks. This is an outrage. I must send a war owl to Arx immediately. My superiors must know of this. Ja, sehe ich auch so. He pulls out a blank sheet of paper, picks up pen. Okay. He stops right. You may count it, but he turns back to his. Gut. Krass. Level up. Erfüllung der Quest geschafft. Sehr gut. Mal kurz gucken. Pfeilsalve. Okay. 15 Pfeile. Ich meine, ich habe noch Platz für eine Sache. Aber ich wollte das natürlich nehmen. Ach so, das Ding habe ich nie genommen, weil es auf Stärke basiert. Verstehe. 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 4 Meter wäre nochmal eigentlich nicht schlecht. Aber nochmal Bonus für die einen Skill da. Ist aber auch Stärke. Ist alles Stärke bei ihm. Ach klar. Toll. Das ist ja doof. Da habe ich nie drauf geachtet, dass das alles durch Stärke ist. Aber die Skills werden durch Stärke besser, aber der normale Schaden, der ja auch drin ist, wird auch durch sein Ding stärker werden. Ich meine, ich guck mal eben bei ihm. Hier. Ach, hier ist aber mal Finesse. Hä? Kenne ich aber schon, steht hier. Hä? Ach, ist auch nicht der, den ich gerade meinte, der abprallende. Nein, Quatsch. Querschläger wollte ich ja haben. Den hier, den kenne ich auch nicht. Hier steht hier Finesse bei ihm. Und bei ihm steht auf einmal Stärke. Steht bei dir Int jetzt da? Tatsache. Das ist ja merkwürdig. Das passt sich an, je nach Charakter. Vor allem, wonach geht das? Weil ich habe ja nicht in dem Sinne eine Klasse beim Charakter benannt. Ich habe halt nur das entsprechende Element nach oben. Hier auch Intelligenz alles. Das ist ja faszinierend. Egal, ich kaufe mal hier was hier sind Dingens gleich. Intelligenz alles hier ist klar. Aber das ist ja auch intelligenzbasierend. Trotzdem. Das passt sich komischerweise dann nicht an irgendwie. Oder ist aber nur ein Anzeigefehler gerade gewesen, weil es halt einfach nicht auf Stärke ist. Das ist ja total kurios. Habe ich noch Mückenschwamm oder sowas als Skillbuch? Wahrscheinlich nicht, ne? Das habe ich jetzt alles verkauft. Dass das dabei gewesen sein könnte. Egal, hier steht... Moment. Na, alles wird beschwören. Was mit Schaden? Finesse. Ah ja, bleibt Finesse. Intelligenz. Intelligenz. Das ist jetzt echt kurios. Finesse. Tatsache. Ich könnte es ihm beibringen. Und braucht er irgendwas Spezielles? Nahkampfwaffe, okay. Also das bringt ihm nichts, aber ich würde auch Finesse skillen damit tatsächlich. Das ist ja sehr interessant.
Stärke bei dir auch dann? Tatsache. Vor allem Giftschaden. Ja, ihr Waffe ist halt Giftschaden, ne? Ach so, dann... Ah! Das basiert hier dann auf der Waffe, die sie führen. Und die sind wiederum Intelligenz und keine Ahnung, Finesse basieren. Darum ist das dann so angepasst. Verstehe. Okay, ergibt irgendwo Sinn. So, du bist ja noch auf deinem Tauschmodus, ne? Mit einem Tauschzeugs-Dingens-Gedöns. Sortieren, bitte. Zu viel Zeug immer noch. Ba-ba-ba, jawohl. Also, tauschen wir. Ich hätte gern... Moment, das habe ich alles verkauft? Nee. Hui, warte kurz. Der scheint ein paar gute Sachen noch dabei zu haben. Erstmal sowieso Querschläger, wie gesagt. Heilige Handgranate, sehr schön. Tolle Referenz. Ich meine, ich könnte mir sowas durchaus mal gönnen. Irgendwie. Aber ich brauche wiederum so viele Sachen, die habe ich auch nie dann zur Verfügung letztendlich. Also, habe ich alles schon? Ja, habe ich alles schon, brauche ich nicht. Okay. Mistschwert. Das hier ist ein legendäres, krasses Schwert. Sieht fast so aus, wie das, was ich gerade verkauft habe erst. Und ist deutlich besser als mein jetziges. Aha. Ist auch nicht so teuer. Ich habe mehr als genug Geld. Das ist ja ultra... Ach, Zweihand. Ich wollte gerade sagen, boah, was für ein Schaden. Aber es ist Zweihand. Das hole ich mir direkt, das Schwert. Wie gesagt, ich muss ein bisschen weniger knauserig sein mit meinem ganzen Geld, was ich habe. Sonst bringt mir das nie irgendwas. Einhandachs, 2 zu Stärke. Oha, auch nicht schlecht. 40 bis 46. Das hier ist noch ein bisschen krasser, plus Erdstaden. Das bekommt aber dann der Zwerg. Weil er hat ja da noch ein bisschen Profit von wahrscheinlich. Und ja, Init geht dann weg. Ist natürlich ein bisschen schade, aber das lohnt sich schon schadensmäßig. Dann geht... Warte kurz. Nehme ich. Dann dürfte das hier an ihn gehen. Nee. Einer bleibt drin. Nee, Kommand geht raus. Meine Güte. Da wird zwar Stärke und Spaltschaden. Ist halt ein episches Ding gegen was... Ach so. Das ist dieses Schwertring-Ding. Ah. Umsonst die Hand abgehackt. Schon was Besseres gefunden. Naja, was soll's. Pech gehabt. So bin ich. Zweihand, nee. Nee, alles nicht so das Wahre. Hier darf ich nichts Tolles finden an Bogen. Da habe ich jetzt sogar einen Kasten bekommen. Besser geht's erstmal nicht, würde ich sagen. Ah, jetzt habe ich Dinge, die ich verkauft habe bei ihm, wa? Ja, alles schwache Sachen. Aber das ist ja schon mal nicht verkehrt. Das jetzt zu holen. Ah, guck mal einer an. Doch noch was Geiles. 2 zu Init und ausweichen. Könnte er gut gebrauchen. Hat alles besser. Ausweich ist weg. Ja gut, okay, aber für mehr Rüstung und alles so drum und dran. Oder aber der Zwerg vielleicht. Na? Ist immer wieder das Gleiche, was die haben, wa? Aber er hat schon Init drauf, also bekommst du die Init-Stiefel. Zack. 8, 8, 12. Was haben wir hier? 15, auch Stärke. Na. Könnte ich natürlich auch machen, aber dann ist Init wieder weg. Ach, er hat auch schon... Ach, so hat auch Init drauf. Ach Mensch, haben beide drauf. Init und Dieberei. Das ist eigentlich Quatsch, weil der hat ja schon Dieberei und alles mögliche. Nee, nee, nee. Schade, die bringt es nicht ganz so sehr. Gehen in die richtige Richtung, aber es haut nicht hin letztendlich. 4 zu Init. Oh. Ich glaube, du hast nur... Ah, auf jeden Fall geiler, weil auch mehr Rüstung natürlich. Das darf man auf keinen Fall außer Acht lassen. Ah, was haben wir hier? Beschwören. Nochmal, jetzt habe ich fast eins gefunden, was besser als mein jetziges ist, aber für Stärke, gut, das ist egal dann. Der Schild auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob die auch den Schild gebrauchen könnte, theoretisch. Ja, macht aber nicht so viel mehr her. Und Losa... Ich brauche jetzt zum einen das eine, zum anderen das andere vor allem. Ja. Bei ihr ist es sehr sinnvoll aufgehoben, das Ding. Na komm, klick. Hab schon geklickt. Geil. Ordentlich defensiv noch was dazu bei ihr. So mag ich das.
Das kann dann weg. Und ein bisschen Geld kann auch weg. Sag mal so knappe... Knappe 8000, ne? Bisschen mehr. So. Ah, knapp tatsächlich geworden. Mal ganz kurz gucken. Gauner. Weiter ist hier nichts mit anderen Sachen. 15, verstanden? Nee. Hab ja Ini drauf, genau. Das behalte ich natürlich auch. Es ist schon ein paar nette Sachen dabei, auf jeden Fall. Und ab dafür. So. Sehr gut. Das hat sich doch mal gelohnt. Auf Wiedersehen, du Dingens. Ich mache jetzt Schaden von... ein bisschen mehr. Bei dir mache ich jetzt Schaden von... ein bisschen sehr viel mehr. Das ist halt auch eine geilere Waffe, ne? Mit dem Erdschaden dazu, der sich bei ihm ein bisschen drauf addieren dürfte. Und er braucht Lebensabsaugung mehr als Fane, weil die jetzt von Natur aus schon, aufgrund von Nekromantie, ist ja auch klar. Wie gesagt, das fiel dann weg, der Initiative leider. Ist einfach so. Hilft nichts. Wart 19. Hier, fast die exakten Stiefel, die gleichen, ne? War dann doch eher für den Zwerg, sehe ich gerade, weil der hat weniger Rüstung tatsächlich. Auch insgesamt. Und den schönen Schild auch nochmal für dich dann. Einfach mal austauschen. Langsam hat sie auch Rüstung. Von beiden. Also er ist echt mies mit Rüstung, mit allen drum und dran. Aber der Rest... naja, die haben auch alle ein Schild. Und der macht dann all... der tut seinen Teil. So, und du kriegst mal eben diesen hier. Genau. Ich die noch nicht gelernt hatte vorher. Das ist unglaublich. So. Da haben wir ihn jetzt. Macht auch ordentlich Schaden tatsächlich. Naja, bis zu zweimal. Also tatsächlich auf drei Gegnern, wenn man Glück hat. Das ist echt super. Und das, das ist ein Skill, den ich öfter hätte nutzen können. Oder gebraucht hätte. Aber naja, jetzt haben wir ihn. So, ich bin sehr froh. Hat sich voll gelohnt alles. Nichts klauen, bitte. Noch in den Rest looten. Plopp. Oben muss ich auch noch. Na toll. Er hat einen Namen, der Typ hier, John Hurry. Das ist natürlich schon das Gefühl, dass da einer tot ist, der vielleicht noch eine Quest abgeben könnte oder irgendwas, keine Ahnung, aber hoffen mal, dass nicht, ne? Dann muss ich noch da oben rauf. Aber ich frage mich auch, warum jetzt hier ausgerechnet. Ach, da jetzt auch rauf, ach so. Der Kampf jetzt hier losging. Hat das am Ende echt mit mir zu tun gehabt, dass ich gerade die Riker-Quest gemacht habe? Oh, ist das ein generelles Ding, was aber passiert, so mittendrin? Ich habe keine Ahnung. Würde ich gerne wissen. Was war schon merkwürdig irgendwie, dass der Kampf einfach war. Komm ich hier lang? Tatsache. Voll sicher, wenn man darauf gehen kann. So, zwei habe ich noch. Ja, ja. Meins. Und... meins. So, liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein mit Divinity Original Sin 2. Ich werde doch in der Aufnahmepause fix meine Skills und so weiter neu machen. Hab ja ein Level up. Und dann hier runter. Danke. Brauche ich für dieses Level eigentlich jetzt mal kurz gucken. Ach ja, immer noch fast 1 Million. Ist ja schön, das wird ja auch nicht besser hier. Jedenfalls, vielleicht fange ich beim nächsten Mal direkt an, den Typ hier zu besiegen tatsächlich. Aber ich glaube, ich mache eher doch noch das hier fertig. Vielleicht schaffe ich ja doch noch ein Level, bevor ich den komme. Das bezeichne ich zwar ganz arg, aber unmöglich ist es nicht, weil es steckt doch mehr in so einem Gebiet, dass man denkt an XP manchmal. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao!